Dass er dich noch abwirft. Ja! Immer Johnny hinterher! Bevor die neuen Gäste mit dir trainieren, müssen wir das wohl noch etwas üben. Schau mal, genau so. Hep, hep, hep! Hep, 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 hep! Alle-ho! Und jetzt sehen Sie Anna auf ihrem Pferd Jumper! Hier auf dem Turnierplatz machen wir Springreiten. Hinten auf der Koppel entspannen die Pferde. Hey, Papa! Schau doch! Komm schon, Anna. Wir hatten doch schon über Jumper geredet. Er will einfach nicht dressiert werden. Mit dem Gaul ist keine Möhre zu gewinnen. Aber wir haben schon so große Fortschritte gemacht. Regelrechte Sprünge. Bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Und jetzt mit Anlauf. Mach schneller! Aber du kannst doch einfach mit allen auf die Felder zum Einschreiten. Na, warte. Dem zeigen wir es. Wir schaffen das. Spring einfach so hoch und weit du kannst. Ja! Wow, eine tolle Stange! Hast du dich verletzt? Nichts passiert. Anna, lass den Blödsinn. Du tust dir noch weh mit dem wilden Gaul. Außerdem muss er morgen auch noch auf allen Vieren dastehen. Ich habe endlich einen Käufer gefunden. Das kannst du nicht machen. Bis zu unserem großen Sommerturnier nimmt er jede Hürde. Gib mir noch die paar Tage, bitte. Ich sehe ja, dass du dir viel Mühe gibst und ich bin stolz auf dich. Ja, den Biss hast du von mir geerbt. Aber sei realistisch, das schaffst du einfach nicht. Das Pferd ist unbelehrbar. Aber Papa, gib ihr doch einen Tag mehr. Wir helfen alle mit, dass sie das schafft. Kinder, es ist zu spät. Morgen holt ihn sein Käufer ab. Nein, das darfst du nicht. Du kannst ihn nicht einfach weggeben. Ich habe keine Lust mehr, auch nur noch eine einzige Karotte an ihn zu verfüttern. Lasst ihn doch los! Wie ihr wollt, dann bringt ihr ihn eben heute in die Box und putzt ihn. Aber morgen wird er abgeholt. Du bist mein Freund. Ich gebe dich nicht auf. Du kannst doch springen. Du musst es nur im richtigen Moment tun. Dann versuch's nochmal, Schwesterherz. Du schaffst das. Wenn ich es nicht schaffe, wer denn dann? Ein Versuch ist es wert. Also mein Pferd wird sicher nicht. Hey Leute, lenkt ihn für uns ab. Du bist ein guter Junge. Hep, 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 Dolly. Jetzt bin ich dran. Ola, nein, du kannst ja noch nicht richtig reiten. Ein Feiner bist du. Ja, toll, du sitzt drauf. Jetzt komm da wieder runter. Bitte. Die Paula, mein Naturtalent. Ich würde das mit dem Springen mal versuchen. Oh, jetzt hör aber auf. Du hast doch keine Ahnung vom Reiten. Dazu brauchst du jahrelanges Training, so wie ich es hatte. Und vielleicht auch noch ein bisschen Talent. Hey, Kinder! Was fällt euch ein, unseren Feriengast auf diesen verrückten Gaul zu setzen? Wenn Paulas Eltern das mitbekommen. Siehst du, komm da runter. Anna, putz ihn jetzt endlich und verabschiede dich von ihm. Du machst alles nur noch komplizierter. Ich verstehe ja, dass du wütend bist. Papa ist total doof. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Du bist doch kein Gegenstand, den man einfach so verkaufen kann. Ja, das ist es. Ich verstecke dich einfach, bis der Käufer wieder weg ist. Oh, puh. Du bist ganz schön groß. Das passt alles nicht. Ich muss dich hier wegbringen. Psst. Komm schon. Ja. Ja, ich finde es auch ganz schön gruselig. Sollen wir da wirklich rein? Ruhig, Jumper! Wir müssen da durch. Das wäre das perfekte Versteck. Du
Du musst da jetzt springen. Oder soll ich dich etwa rübertragen? Autsch. Oh je. Das läuft nicht ganz nach Plan. Wir sammeln für Jumper. Wollt ihr was spenden? Hey, Kinder, wo ist Anna? Und vor allem, hat jemand Jumper gesehen? Nein. Hallo. Aber wir wollen ihr Pferd kaufen. Soll das ein Scherz sein? Hier, ein Goldzahn von meiner Oma. Jetzt ist es aber genug. Wo ist denn der Frechdachs? Ich zeig Ihnen inzwischen den Hof. Okay. Oh je. Wir müssen sie finden, bevor er sie findet. Wo könnte sie sein? Lecky war doch mal ein Schnüffelpferd bei den Pfadfindern. Ich hab noch Annas Halstuch. Er hat eine Spur. Oh Mann, das Versteck ist einfach zu gut. Hier wird uns niemand finden. Au. Anna! 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 Wo bist du? Ach, wir waren doch schon überall. Anna! Na ja, nur nicht im Wald. Jumper würde da nie reinlaufen. Er ist viel zu ängstlich. Und dann die ganzen Wurzeln, über die er springen müsste. Wenn ich verzweifelt bin, mache ich auch schon mal seltsame Sachen. Stimmt. Lilly hatte mal aus lauter Verzweiflung eine Quietscheente mit einem Haus. Sei still. Ich gehe da jetzt rein. Wer kommt mit? Stimmt doch gar nicht. Stimmt wohl. Wie sollte sie das aus Verzweiflung tun? Wo ist denn jetzt Paula? Hm? Oh, jetzt ist die auch noch verschwunden. Hier. Damit du nicht verhungerst. Gut. Hast du noch alle Möhren im Sack? Oh Mann. Jetzt höre ich schon Stimmen. Anna, geht's dir gut? Paula. Ich glaube, du hast da was verloren. Ich komme schon alleine klar. Okay. Dann gehe ich halt wieder. Moment. Du kannst doch nicht einfach abhauen. Halt. Hey, warte. Mein Bein. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ja. Beruhig dich. Ich hol die anderen. Anna, fang das Seil! Hast du das Seil? Wir ziehen dich hoch! Ja. Hast du gestern eine Torte gegessen? Alle zusammen! Meine Hand! Ein Stück noch! Ich hab sie! Vorsichtig! Ich muss mir beim Sturz mein Knöchel verstaucht haben. Wir müssen dein Bein schienen. Wer traut sich, auf Jumper zu reiten? Paula? Wer, wenn nicht du? Komm, mach schon. Das war ganz schön mutig von dir. Ich hätte mich das nicht getraut. Nee. Dumm war das. Jetzt kann ich beim kommenden Turnier nicht mitmachen und hab Jumper endgültig verloren. Wenn wir doch irgendetwas tun könnten. Kann ich dir irgendwie helfen? Danke, das ist lieb von dir. Aber ich fürchte, nein. Die Entscheidung ist mir gefallen. Ruhig. Er hat es irgendwie eilig. Er mag es, wenn du ihn zwischen den Ohren kraulst. Und lass die Zügel etwas lockerer. Bei den Wurzeln und Steinen klappt das Springen ja schon ganz gut. Du könntest mir doch helfen. Da seid ihr ja alle wieder. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Mensch, das hätte auch anders ausgehen können, ihr Sturköpfe allesamt. Papa! Zum Glück hast du dir nur den Knöchel verstaucht. Was habt ihr euch dabei gedacht, einfach wegzulaufen? Wir haben alles gut. Anna, so geht das nicht weiter. Du hast erstmal Stalldienst, auf unbestimmte Zeit. Jumper werde ich trotzdem verkaufen, nur dass ihr es wisst. Oh, Papa! Ein Pferd, das man nicht reiten kann, hat auf einem Reiterhof auch nichts verloren. Oh je, wollt ihr das wirklich durchziehen? Ich übernehme die Verantwortung. Das ist unsere einzige Chance. Wenn du Angst hast, hat das Pferd auch Angst. Du musst es wirklich wollen. Aber das ist verdammt hoch. Zusammen schaffen wir das. Los geht's. Das war gut. Und jetzt nochmal. Häng dir die Zügel. Auf dem Reiterhof zu unserem Sommerturnier. Sehen Lucy und Lilly bei ihrer eigenen Erfindung, dem Kunstspringreiten. Hau ruck, alle hopp! Die sind echt gut. Oh, ja, aber du auch. Zeig allen, was du drauf hast. Was ist denn jetzt los? Papa!
Anna, du bist wirklich unbelehrbar. Du kannst doch nicht jetzt einfach... Jetzt sehen wir. Paula, auf Jumper! Jetzt vertrau mir mal. Jetzt geht's los. Na dann. Stell dir einfach vor, es sind Wurzeln und die Zuschauer, die Bäume. Du sprichst wie ein Profi. Nicht nur das Pferd hat Talent. Vielleicht sollte ich jetzt doch vom Stalldienst zur Reitlehrerin wechseln. Ich wusste, dass du es kannst. Das war Spitzenklasse. Die Entscheidung der Jury? Feriengast Paula bekommt den Pokal im Springreiten. Ja. Du hast den ganzen Parcours geschafft. Das hat richtig Spaß gemacht. Also Talent hast du auf jeden Fall. Danke, Anna. Und meine Eltern würden sich an den Kosten für Jumper beteiligen, wenn ich ihn zusammen mit Anna reiten darf. Mädels, ihr habt mich überzeugt. Wir behalten den bockigen Sturkopf. Irgendwie passt er ja auch zu euch.